Hallo, mein Name ist Matthias Keller und ich komme aus Bergtham. Und ich lasse es nicht nur als selbstständiger Pyrotechniker und Sprengmeister so ordentlich krachen. Manchmal schiebe ich auch eine ruhige Kugel. Und wenn man mich ruft, bin ich, um anderen Menschen zu helfen, stets im Einsatz. Ein besonderes Anliegen ist mir die Mitgliedschaft in Tagnet. Hier helfen mir junge Frauen und Mädchen gegen die Genitalverstümmelung, bauen Krankenhäuser und Geburtshilfestationen in den dritten Weltländern und helfen, das Überleben der Wayapi-Ureinwohner in ihrem natürlichen Lebensraum, den Amazonas, zu schützen. Manche behaupten, die Gemeinderatssitzung gleicht eher eine Blumensitzung. Meine Gemeinderatskollegen und ich sagen aber, dass wir mit bestem Wissen und Gewissen die Entscheidungen für alle Bürgerinnen und Bürger versuchen, gerecht zu werden. Wenn ich mal wieder als Kreisgeschäftsführer im Auftrag der CSU des Landkreises Würzburg unterwegs bin, genieße ich die fränkische Heimat, unseren Landkreis Würzburg, mit den schönen Ortschaften und Städten, den grandiosen Menschen und der traumhaften Natur. Und dem möchte ich gerne ein Stückchen zurückgeben, indem ich für dich, ja genau, für dich, deine persönliche Stimme im Landkreis bin. Deshalb kandidiere ich auf der Kreistagsliste Liste 1 der CSU auf Platz 55. Und wie jeder gute Frankenwein bin auch ich stolz, ein echter Franke zu sein. Drum Leute, seid etwas heller und wählt Matthias Keller. 3 Stimmen für mich und Thomas Ebert als Landrat. Unsere fränkische Heimat lebt vom Brauchtum, von der Tradition, aber auch von der Moderne. Dazu gehört ein guter Schluck Frankenwein, ein züchtiges Bier und die Produkte unserer heimischen Landwirtschaft. Und genauso ist es auch im Landkreis Würzburg. Deswegen ist es wichtig und entscheidend, dass wir starke Vertreterinnen und Vertreter der Region im Kreistag des Landkreises Würzburg haben. Drum 3 Stimmen für Matthias Keller und Thomas Ebert zum Landrat wählen. Am 15. März wählen gehen oder Briefwahlunterlagen beantragen. Prost! Prost.